Moin, Jungs, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends Road to Evil Challenger. Letzte Runde hatten wir auf jeden Fall gewonnen und das ist auch gut so. Wir zocken diesmal mit der guten alten. Ich rede einfach ein bisschen langsamer, damit ich noch Zeit habe zu überlegen, was ich sagen möchte. Mit der Elise und zwar diesmal in der Mitte. Geil ist das, finde ich. Habe ich mir gedacht, ich will die auf jeden Fall in der Mitte zocken, nicht mal auf der Top Lane. Hab diesmal hier Kassadin als Gegner, finde ich eigentlich auch ganz okay. Mal gucken, ob wir unseren Q ein bisschen dodgen können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, Silber 1, 62 Punkte, so sieht's aus. Und ja, vielleicht, wir nähern uns auf jeden Fall so ganz allmählich Gold. Finde ich super, dass er mich da so ein bisschen begleitet. Das finde ich echt fantastisch. Und tja, mal schauen. Vielleicht sind wir ja früher oder später irgendwann da an unserem Ziel angelangt. Da fehlt noch einer in der Mitte. Achso, ich glaube, der. Ja, der hätte wahrscheinlich wohl noch ein bisschen. Beim Links greifen. Ach, da geht er schon gleich ganz weit zurück. Kriegt er da Schiss? Gegnerisches Team hat. Welchen Jungler? Da müssen wir also nachgucken. Rammus Jungle, okay, eigentlich ganz. Meine wahre Schönheit kommt. Lol, was macht der Ude denn hier? Ah ne, Ude Jungle, was? Die haben Double Jungle. Wir alle müssen. Was ist denn hier los? Dann kann ich direkt wahrscheinlich mit dem frühen Early Gank rechnen. Können mir gut vorstellen. Vom Rummy. Das heißt, auf der Botlane ist nur Only Twitch. Das ist ja mal sehr interessant. Da wollen wir mal schauen, wie sich das dann später so ein bisschen ergeben wird. Vladimir auf jeden Fall gegen Riven hier auf der Toplane. Caitlyn mit Phil als Support auf der Bot. Ich gegen Kassa und wir haben Lee im Jungle. Gegnerisches Team hat er, wie ihr schon gesehen habt, Udyr mit Rummy im Jungle. So, Problem ist natürlich, was sich nicht ganz so lohnt an Elise Mitte, ist einfach, dass wir den prozentualen Schaden da nicht so hoch haben, da der Gegner einfach generell nicht so viel Leben hat. So, ob ich denn jetzt hier schon mal warden soll? Ich glaube, besser ist. Besser ist das. Jo, hier für dich und hier für mich. Ey, machst richtig Druck hier, richtig ein bisschen Pressure am Start von dir. Kann man gerne hier gleich meine. So, damit er mir nicht taunten kann. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Der kam aber richtig so aus dem Nichts ange. Rutscht da. Fand ich aber auch nicht gerade fair. So, Ignite ist draußen. Bei mir ist dafür ein Flash draußen, aber Rammus hat einfach keinen Damage. Na, schade. Da hatte ich leider meinen wenig. Nee, mein eh nicht ready. Jetzt hätten wir ja da noch ein bisschen kassieren können. Also, der Kassadin auf jeden Fall. Aber nein, leider nicht. Und deswegen ist es jetzt hier irgendwie wieder in einem fairen Trade ausgegangen. Wie viele Pots hat er noch so? Auch gar nicht mehr so viele. Wo hat er so seine ganzen Tränke hin? Na, verdammt nochmal. Zu früh aktiviert den Scheiß. Hätte ich noch ein bisschen mit meiner Spider, mit meinem E-Jump warten müssen. Aber es war auf jeden Fall, da habt ihr gesehen, dass wir auch nicht schwach sind. Dass wir so einen Kassel nicht auch schnell unter Druck setzen können. Ich glaube, das hat doch jeder von euch hier gesehen, ganz klar. So, dann wollen wir hier noch zu Ende pushen. Odir habe ich gleich gerade oben da gesehen, oder? War das gerade Odir? Ich denke mal schon. So, und dann wollen wir uns auch hier mal, glaube ich, langsam backport, oder? Obwohl, was geht hier noch? Oh. Ah, bin ich zu langsam, ne? Schade.
schade. Einfach mal sehr, sehr schade. Ich glaube, Odur hat dabei aufgehört zu junglen und hat sich auf die Botlane begeben. Nice one! Ich weiß, was in den Schatten. Sehr gut gemacht, Freunde. Sehr, sehr gut. Perfekt! Das gibt uns natürlich jetzt hier einen netten Start. Hier werden wir uns den Kelch der Harmonie leisten und auf jeden Fall noch ein Dorans. Ein Ward und damit müssten wir endlich wieder gut auf die Lane kommen können. Kassadin ist 6, ich bin mittlerweile auch Level 6. Wir gehen auf jeden Fall in die Spider, damit wir schneller vorankommen. Lee Sin gammelt sich noch ein bisschen ab, der braucht noch ein bisschen Experience, damit er auch langsam 6 kommt, aber ist halt Jungler. Riven macht das wohl anscheinend auch ganz gut, 33 zu 40, ja, aber trotzdem vom Damage Trade her kann ich zwar gerade recht wenig sagen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es gut aussieht. Oh oh. Ich ziehe an den paar viele Minions gerade Akku. Muss ich ja sagen, war richtig sneaky gemacht. Und was? Riven stirbt oben nicht auf der Top-Lane. Das ist Ehren für ein Biest. Weg hier. Ja, Ramos läuft dagegen erstmal sehr geil. Oh, da kommt der Taunt. Da kommt der Stun. Closest Ding. Und komm schon, ein Auto-Attack. Jawoll, sehr schön. Leider hat er seinen Ball, den hätte er gar nicht machen können. Den hätte er auch auf Ramos raufklatschen können. Und dann wäre Ramos wahrscheinlich auch noch gestorben. Ramos! Böses Ramos! Nein, das gibt's doch nicht. Oh je, ich dachte, da hilft der Lee mir noch ein bisschen. Ich meine, er hatte seine Ulti doch ready. Nice, und Ulti. Oh, schöner Gank, muss ich sagen. Den hat Fiddle ganz geil vorbereitet gehabt. Den habe ich gar nicht richtig kommen sehen. Oh, da sollte aber schnell weg. Sonst gibt's gleich einen Toten. Da hat er zum Glück seine Wave gerade nicht. Sonst würde es dann noch mehr Tode geben. Gut. Ich ziehe an den Fäden und lasse sie tanzen. Können wir mit guter Sicherheit wieder zurückgehen hier. Ah, Udo jetzt hier oben. Oh, da kommt Riven 4-2. Da ficken wir uns hier ein bisschen selber. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Da ratzen wir uns selber ein bisschen die Möhre. Da hat eiskalt Udo gerade einen Kill bekommen, oder? Mensch. Ich verstehe gar nicht, warum Ramos noch so low ist. Wahrscheinlich, weil Udyr den ganzen Jungle übernommen hat. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall auch ziemlich dann ein bisschen mehr auf AP bauen, als statt das also schon auf Rabadons und so. Weil sonst auf der Toplane baut man ja nicht ganz so aggressiv. Schade, da ist er gerade direkt vor mir reingelaufen. Auch sehr, sehr sweet. Na, ich fokussiere mich erstmal ein bisschen aufs Farm. Da hat keiner ein Problem mit. Ich glaube, ja, Kassadin kommt nämlich nur im Medium gut mit. Also er hat schon einen Tick Probleme. Was er für Items hat. Ja, okay, erstmal seine Trainer jetzt hier und dann hat er sich einen Rubinkristall gekauft. Also macht er okay erstmal einen defensiven Bild am Start.
Bei Ihnen gerade einer? Aber sowas von oder nicht? Hier lief doch gerade irgendjemand rum. Aber ich muss sagen, ja. Ich glaube, auf der Top-Lane gefällt mir die Elise noch ein Ticken besser. Müssen wir mal gucken, vielleicht spielen wir jetzt auch gerade gegen den falschen Champion, so mit Skillshots. Kann man sicherlich mit dem Eder noch ganz nett was dodgen. Ich denke mal, hier kommt da gerade Kassadin hoch. Ja, und Kassadin schon down, Alter, war da schnell. Mit seinem Teleportieren hier, mit seiner Ulti, war natürlich schnell da die ganzen Wände rübergeklettert. Oh, perfekt. Und da werde ich mir wahrscheinlich den Tower holen können. Zumindest soweit, dass das hier ganz gut aussieht. Komm schon, ich möchte mein E, mein Q auf den Tower machen. Leider nicht möglich und kann das sein, dass der Fiddlesticks schon wieder ganz gut abgibt. Ja, Fiddlesticks ist schon ein ganz angenehmer Champ anscheinend. So. Sind weg da. Hat meine Cooldowns alle raus. Also alle meine Spells auf CD. Meine wahre Schönheit kommt von innen. Fokus Öde oder? Ah, 2 Sekunden noch, da habe ich's. Ah, liegt daran, weil ich die Spider erst durchskille. Deswegen habe ich gerade ziemlich viel Cooldown immer darauf. Ich kenne den wahren Weg. Ja, komm, er soll sich nur einmal hier stunnen lassen. Okay, das war ziemlich low gerade. Low! Reicht das hier für irgendwas Nettes? Ja, das reicht auf jeden Fall für was Nettes. Das reicht für eine Maske. Und für die Boots. Und jetzt haben wir richtig schön Magic Penetration. Damit müssten wir auch dann gut jetzt hier Damage outpacken können. Und als nächstes werde ich dann wohl den Rubber Dons kaufen. Kassadin hat jetzt hier auch mittlerweile den Katalysator ready. Damit macht er halt noch 0 Damage. Ist immer halt dasselbe. Na gut, muss man weiter schauen. Oh. Machen wir eigentlich ganz gut schnell fertig. Ach du Scheiße, 4 Grad auf der Tabelle. Oh je, fuck. Ah. Bin ich aber doof reingelaufen. Schön noch den Kill da geholt. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Q drauf bekommen. Auto-Attack, Fiddle. Aber nein, leider nicht viel mehr möglich. Oh, schön, da war der Red Buff. Das hätte ich einfach nicht machen dürfen. Ich meine, ich bin da gerade in 4 Leute mehr oder weniger reingelaufen. Das war auf jeden Fall ein bisschen viel des Guten. Schade aber auch. Gut, dann ja, haben wir jetzt leider einen zweiten Death bekommen, sonst hätten wir eine schöne KD von 2-1-4. Das wäre doch auf jeden Fall ganz souverän gewesen. 11-8, unsere Teamstats leisten auch wieder nach. Sehe ich gerade. Also Odir hier mit 4-0. Ja, macht da ganz gut den Job. Hätte auf jeden Fall mal das Ganze hier den Ramos hätte das mal den Odir überlassen sollen mit dem Jungle, weil Ramos war bis jetzt ziemlich low. Hat eigentlich nichts wirklich gebacken bekommen. Klar, seine Taunts nerven ein bisschen, aber das war's auch schon. Twitch hat damit gar keinen Farm, weshalb er auch recht weit hinten ist und die Caitlyn ist ziemlich dominierend zur Zeit.
Weg zur Göttin. Ja, kostet immerhin die Hälfte Leben. Aua! Komm schon, Lee, hilf mir! Nein! Aua! Es geht so, was wir hier sehen von mir. Ist nicht das Beste jetzt hier, wir haben auch wieder immer hier sehr viel in der Mitte jetzt irgendwie einfach nur Druck, immer Druck, 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 aber es war es auch schon. Da müssen wir irgendwie das Ganze mal ein bisschen optimieren eventuell. So. Wie gesagt, ich möchte jetzt eher Damage rushen, anstatt defensiv hier zu bauen. Sonst wäre Rileys auf jeden Fall eine gute Alternative noch gewesen. Ah, ist einfach nervig, dass ich da jetzt immer wieder ein bisschen wegsterbe und weil da einfach zu viele Gegner sind. Aber egal, was soll man tun? Was soll man machen? Der Kassadin spielt einfach so komisch, dass mich das total irgendwie verwirrt. Jetzt hat er mittlerweile ein bisschen AP. Und nachher wird er dann wahrscheinlich da ein bisschen stärker werden. Da hat jetzt hier die Caitlyn ein wenig Druck drauf. Aber es sieht sogar fast aus, als wenn sie in der Lage wäre. Ja, nice. Da mach so viel Zick gut auf meinen Stun, weil ich ihn einfach, wie gesagt, nicht geskillt habe. Es gibt nichts zu pushen. Ich muss ja auch sagen, alle Achtung, wir pushen die Mitte ja ganz gut hier. Hier wurde echt ganz gut gepusht. Nachher wird dann natürlich meine alle Auto-Attack, schade. Er wird meine Spinne dann auch ordentlich wehtun. Ich ziehe an den Felsen und lasse sie. Gut. Das ist natürlich nice, so ein Leader kann aber mal ganz schnell rübergehen. Hoppla. Riven sehr aggressiv da. Oh! Fuck! Schade, da tauntet er mich. Ich kill ihn sogar damit auch noch. Aber ich hatte die Tower-Akku und leider, weil keiner reingehen wollte, dann habe ich es gemacht. Und sind im Endeffekt gestorben. Vladimir soll mitreportet werden, sehe ich gerade. Wieso eigentlich? Wer soll jetzt alles reportet werden? Also, wir reporten Odir, Vladimir und Ramos irgendwie. Oh, das war leider ein bisschen zu spät, Kassadin. Tut mir leid. So, haben wir uns die Maske jetzt hier mal gekauft. Jetzt haben wir ein bisschen von unserem Rabadons abbekommen. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Aber das macht auch nichts. Irgendwie gar nicht so tanky so richtig. Odir geht auch ziemlich krass auf Damage immer noch. Kommt irgendwie auch von den Items technisch gar nicht weiter voran. Dann Ramos hat gar nichts sozusagen. Kassadin auch nicht wirklich. Twitch hat auch immer noch nicht das Item fertig, genauso weit, unweit wie Vladimir, wie Odir. Und der einzige, der ein bisschen was hat, ist, finde ich, noch Vladimir. Aber das, auch wenn es 21, naja, 11 kommt, das da sollten wir uns sogar keine Gedanken machen, das ist kein Thema. Der Fiddle und ich, irgendwie sind wir viel zusammen, habe ich das Gefühl. Klingt irgendwie derbe gay, wenn ich das so sage. Ich habe das Gefühl, wir sind viel zusammen. Ey, das gibt's doch nicht! Mann, no! Ach, doof. Wieso mache ich das immer? Mann, gehe ich da rein und dann sterbe ich im Endeffekt wieder. Und ich hätte fast beide bekommen, aber im Endeffekt habe ich wieder gar keinen bekommen. Unfair. Boah, der Silence ist der OP.
Oder auf 4, wie auch immer. Ist ja beides mehr oder weniger dasselbe. Also nicht dasselbe, aber der Silence, der 4 beinhaltet ja den Silence. Da kommt wieder Ramos angestattet. Oh, schön. Bam, reagiert. Das ist endlich mal gute Teamarbeit. Das Netz von der Caitlyn und dann die Ulti von dem Lee Sin. Jetzt kommt hier, boom, kommt noch ein Auto-Attack. Sehr schön. Finish mit Q vom Lee. Und das sieht auch wieder gut aus hier. Ah, wow, wow, wow. Ignited auf Fiddlesticks. Ignited auf Fiddlesticks. Wird aber nicht sterben, wird nicht sterben. Nein, er rackt das einfach gegen an. Einfach nur ein einfaches Ignite war auch ein bisschen wenig, muss ich sagen. Wahrscheinlich hat er es nicht mehr geschafft, da noch irgendeinen Attack zu bekommen. Caitlyn, wow. Er hat hier sehr viel am Damage outtaken. Schneller ging es leider nicht, sorry. So, danke für Red Buff. Merci beaucoup for that buffio. Oh, er flasht er davon, das ist gut. Muss Fiddle ein bisschen aufpassen. Aber Fiddle macht selber mittlerweile schon so einen kranken Schaden. GG well played, will ich das an dieser Stelle nennen. Das sind wieder einfache Liga-Punkte. Und somit kommt man doch immer weiter an Richtung Gold. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.